Male Model Dance Actor Artist. So bezeichnet sich Cedric Sprick selber. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ja, seit 2 Jahren bist du jetzt hier in Köln, hast hier deine Heimat gefunden, wie du gerade selber sagtest. Du bist richtig professioneller Tänzer. Genau, so sieht's aus. Ich bin auch studierter Tänzer. Ich habe an der Volkwang in Essen Tanz studiert und ja, angefangen hat das Ganze ganz normal in der Tanzschule und so ist es dann eben professionell geworden. Du machst auch teilweise bei E-Castings mit im Internet, das heißt, du bewirbst dich per Video für eine Stelle, für einen Job, für einen TV-Spot in diesem Fall, für ProSieben, sagtest du eben. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt, wo man sieht, wie du ganz interessanterweise dich versuchst, vor der Kamera darzustellen. Mein Name ist Cedric, ich bin 25 Jahre alt und hauptberuflich Model und Tänzer. Ich hatte den ganzen Tag Proben und habe gerade gestunken wie eine Sau, deswegen war ich erstmal duschen. Ich zieh mir noch schnell was an und dann bin ich wieder bei euch. Sag mal, hat's eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Was liegt am Strand und hat einen Sprachfehler? Nuschel! Hallo, ich will go easy on you, not to hurt your feelings. Ja, da muss er selber lachen und sich so ein bisschen hinter seiner Hand verstecken. Das war ein Video, wo du selber sagtest, eigentlich sollte das gar nicht mehr im Internet sein. Ja, da habe ich wohl leider verpasst, es rauszunehmen. Das habt ihr dann schneller gefunden. Sehr, sehr zu unserem Vergnügen. Das braucht schon viel Mut, sich so darzustellen. Ist denn gut angekommen? Also hat es funktioniert? Es hat funktioniert. Ich habe den Job tatsächlich dann bekommen. Ja, es ging in dem Video einfach darum, Mut zu zeigen, tatsächlich. Also das war die Anfrage. Mach was auch immer du willst, aber mach es irgendwie extrem und in alle Richtungen. Sei cool, sei witzig und einfach frei. Und darum ging es halt. Und, ja. Witzig sein ist schwierig, hat man gesehen. Das witzig sein ist immer schwierig, ja, vor allem vor einer Kamera. Du stehst alleine. Das war zum Beispiel nach einem Job. Ich habe den ganzen Tag Proben gehabt. Ich war total K.O. Und dann musst du noch lachen in die Kamera, mit dir alleine, in deinem Raum, irgendwie in deinem Zimmer. Ja, und da muss ich mir selber einen Witz erzählen. Aber hast du das Gefühl, dass dir so ein bisschen deine Jobs zugutekommen, auch so als Model? Weiß nicht, dass du in den Laden reingehst und sagst so, ich muss mich einfach nur dahinstellen, die Frauen kommen schon zu mir? Oder wie ist das? Ja, also so extrem will ich es auf jeden Fall nicht sagen. Es ist schon, denke ich mal, anders. Ich habe noch nie ein anderes Leben gelebt, deswegen weiß ich nicht, wie es ist, wie man ankommt, wenn man, ich soll es nicht komisch anhören, aber ganz normal ist, ganz normale Berufe macht. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert. Man ist halt immer sehr extrem auch gekleidet, weil man viel mitbekommt, auch modisch und sowas. Ein bisschen merkt man es auf jeden Fall, allerdings auch nicht so extrem. Okay. Wir haben uns auf jeden Fall eine Sache überlegt und zwar die Judy würde gerne mal wissen, wie du eine Frau antanzt. Also ich wurde hier gebeten, das einmal vorzumachen, wie ich eine Frau antanzen würde. Also da bin ich gespannt. Ich soll mich einmal zum Deppen machen und danach darf der Profi persönlich hier zeigen, wie man eine Frau richtig anmacht. Also Judy wird jetzt gebeten, mal einmal reinzukommen. Judy ist da. Okay, also wo stehst du? Stehst du mitten auf der Tanzfläche? Nein, du musst stehen. Du tanzt ja auch zu der Musik, oder? Ich tanze nicht, ich bleibe stehen. Ich trinke ja meinen Candy Shot. Okay, jetzt muss ich antanzen, ja? Also ich krieg fast Angst. Hüftschwung ist da. Okay, jetzt ist der Profi dran. Ich habe hier die Vorarbeit geleistet. Ich würde ja sagen, man kommt erstmal entspannt von hinten, dass sie erstmal nichts mitkriegt, aber okay. Okay. Also okay, Musik startet jetzt. Los geht's. Oh, das ist ein Blick für die Götter. Sehr schön. Drehung, den Arm drüber machen. Besser als ich. Okay. Sie ist auch mitgegangen, habe ich gemerkt. Okay, besser als ich, sagt Judy. Ja, es hat funktioniert. Okay, also das war ein kurzer Eindruck. Cedric, wir sind jetzt auch schon am Ende. Also ich bedanke mich vielmals für den kurzen Einblick in das Leben eines, ich muss nochmal schauen, wie du es so schön formuliert hast, Male Model Dance Actor and Artist. International, yeah. Ja, international. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg in Luzern bei deinem Musical. Vielen Dank. Und vielleicht, wenn du wieder da bist und einen nächsten großen Auftrag hier in Köln hast, dann werden wir auf jeden Fall
dich wieder begutachten. Vielleicht hast du ein paar Ausschnitte von dem ganzen Musical-Dasein. Viel Erfolg damit. Das bringe ich euch gerne mit. Toll, dass du mich hier gedemütigt hast. Also ich bedanke mich bei Cedric und schön viel Spaß noch in Luzern. Gute Reise und ach, vergiss es. Demnächst mal mache ich das hier ganz alleine mit dem Tanzen. Das ist besser so.